Wir sind wieder erster Samstag hier. Erster Samstag des Monats haben wir iranische Mönche, die seit langem hier in Deutschland, in Münster sind, versammeln sich hier und wir versuchen, ihr Sprachrohr der Menschen im Iran zu sein. Iran, seit 1979 in Gefangenschaft eines islamischen Regimes und mit Tausenden hingerichtete junge Menschen. Wer nicht meiner Meinung ist, wird hingerichtet oder wird gefoltert oder wird auch jahrelang im Kerker des islamischen Regimes im Iran gehalten. Wir sind oberparteilich, wir gehören zu keiner Partei oder zu keiner politischen Gruppierung hier in Münster. Wir sind Iraner, Iranerinnen, wir sind Menschen, Freunde und Freundinnen hier aus Münster, aus Deutschland, mit anderen Nationalitäten oder auch Deutschen. Über einem Jahr ist das der Tod von Mahsa Amini vorbei. Deswegen haben wir diesen Platz Jina Mahsa Amini genannt, Jina Mahsa Amini Platz. Und die Leute, die hierher kommen, sehen sie immer uns Anfang des Monats, Samstag, immer von 2 bis 3 Uhr. Man denkt immer, seit 40 Jahren, iranischen Regime, über 40 Jahre das iranische Regime im Iran, was hatte Iraner und Iranerinnen gebracht? Ich sage es, nichts hatte uns gebracht, außer Tod, Bankrott, Hinrichtung, Folter für unsere Landsleute im Iran. Und über einem Jahr ist das Tod von Jina Mahsa Amini vorbei und sehen wir, dass die Islamische Republik im Iran verkauft das Land an der fremde Länder, China und Russland. Iran verkauft das Land an die beiden. Und was machen unsere Frauen? Diese Revolution ist mit Frauen. Sansendigi Azadi, Jenjian Azadi und Frauenlebenfreiheit angefangen. Und wo sind unsere Frauen? Die Frauen im Iran stimmen immer noch und nicht stummen durch das islamische Regime. Die Zivilcourage der iranischen Frauen ist sehr groß. Die iranischen Frauen führen immer noch die Revolution im Iran weiter. Aber leider, die Menschen in Münster, die Menschen in Deutschland, immer noch, besonders die Regierung, keine Interesse an die Situation der iranischen Menschen, sowohl hier als auch im Iran. Die Terrorismus des islamischen Regimes im Iran ist über die Grenzen, ist hier in Europa, hier in Deutschland, und außerhalb aller Grenzen der Welt. Der Nahen Osten brennt, weil Iran immer noch als einer der Hauptdarsteller dieser Krise im Nahen Osten herrscht. Aber wie gesagt, islamische Regierung ist auch hier in Münster. Wahrscheinlich glaubt keiner, aber immer noch gibt es Institutionen, die mit Iran arbeiten. Es gibt immer noch bei der Uniklinikum in Münster, die mit iranischen Regime bzw. Krankenhäusern die Partnerschaften treiben. Und es gibt immer noch Menschen, Firmen, auch in Münster und Umgebung, die für das islamische Regime arbeiten. Man denkt immer, warum? Jetzt heutige Zeit
Russland kauft Waffen aus dem Iran und bombardiert Ukraine. Woher kommen die? Woher kommen sie so viele Waffen aus dem Iran? Es kommt, weil jahrelang die deutsche Regierung die Augen zugemacht hat und Firmen in Deutschland haben Iran bei Entwicklung und bei Ersatzteilen diesen tödlichen Waffen einfach geholfen. Und jetzt verkauft Iran Waffen an Russland und Russland bombardiert Ukraine. Und man sieht diese Doppelmoral, wo Deutschland immer noch Waffen an Ukraine schickt und immer für Ukraine sich immer gerade stellt, aber immer die Augen zumacht, dass Iran immer noch die Waffen an Ukraine, an Russland verkauft und dadurch werden die Hauptstadt von Ukraine oder die andere Städte von der Ukraine bombardiert. Wir sind eine große Community in Münster. Die iranische Community ist eigentlich sehr groß. Und wir haben, wie gesagt, über einem Jahr versuchen wir, immer die Politiker und Politikerinnen in Deutschland oder auch in Münster dazu zu bringen, dass sie sich gegen Hilfe, Unterstützung vom iranischen Regime stellen. Aber leider Gottes immer noch die Politiker, Politikerinnen aus Münster sich zum großen Teil weigern, hierher zu kommen und für die Menschen im Iran ein paar Worte verlieren. Auf jeden Fall, wir wünschen uns alle in diesem neuen Jahr erstmal für uns alle für Gesundheit und wir wünschen Frieden im Nahen Osten, wo die Menschen von allen Seiten umgebracht werden. Und wir wünschen, dass endlich dieser Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine zu Ende geht. Wir wünschen allen Menschen in der Welt Frieden. Da wir wissen, wenn es in der Welt Frieden nicht herrscht, kommt auch nach Europa, wie ich gesagt habe, das war auch oder ist immer noch in Europa, dass wir heutige Zeit, in Weihnachtenzeit, wo die Tradition der Menschen sind, können oder in andere Kirchen reinzugehen, müssen die Leute erstmal durchsucht werden und werden vier Leute nach Polizeiangaben in Köln von den Domekollen festgenommen, weil sie Verdacht hatten, dass diese Menschen mit sich Bombe tragen. Das möchten wir nicht. Also Menschenrechte geht uns alle an. Wenn die Menschenrechte im Iran verletzt werden, kommen auch nach Deutschland. Deswegen müssen wir alle gemeinsam gegen diese Diktatoren wie iranische Regime oder auch Russland oder wo immer kämpfen. Danke erstmal.